Komm schon. Wir müssen doch mehr Holz sammeln. Fällt mir gerade so ein. Weil wir brauchen alleine für den großen Stall schon. Toll, jetzt brauchen wir die. Alleine für den großen Stall schon 450 Holz. Und dann nochmal 400 Holz für den großen Hühnerstall. So viel Holz haben wir nicht mehr. Warum beißt denn nichts? Ja gut, ich habe keine Kühe da dran, ne? Okay. Wir müssen leider nach oben. Kühe da dran schrauben. Okay, es ist schon echt spät. Hoffentlich komme ich noch pünktlich. Das wäre jetzt ärgerlich. Die geht jetzt auch erst heim. Ah ja, locker schaffen wir das. Locker. Gut, wir müssen dann Köder dran schrauben. An unsere Angel. Zack, ins Bett legen. Ja, dann gehen wir zu Gunther morgen. Gehen wir, beziehungsweise heute. Geben ihm die Puppe. Morgen müsste eigentlich die erste Ernte fertig sein, ne? Ich glaube, die Pastinaken brauchen bloß 6 Tage. Hallo, Hundi. Ist meine Gießkanne noch voll? Ja, jetzt müsste sie leer sein. Okay. Die Fische packe ich mal hier rein. Hier und hier. Verkaufen kann ich das da. Auch hier rein. Gut, dann geht es jetzt rüber zu meinen Tierchen. Da habe ich die Tür wieder nicht zugemacht, ne? Natürlich nicht. Käse rausholen. Da kommt Hühnchen noch mit Nummer 3. So, halt. Mein Eimer muss ich erst noch holen. Das ist komisch, wenn man nicht immer alles dabei hat. Große Milch? Ja, große Milch. Wir können wieder was ins Gemeindezentrum. Nein, ins Gemeindezentrum bringen. Halt. Topf noch weglegen. Die gebrochene CD. Die gebrochene. Zerbrochene. Kaputte. Wer ist die denn? Zerbrochene CD. Und da oben rein. Zack. Genau. Sonst haben wir nichts mehr fürs Gemeindehaus, ne? Da ist Wein. Haben wir? Da brauche ich keinen Wein, nicht? Nee. Warum brauche ich auch keinen Wein? Da brauche ich noch Wein. Nasenpfote und Granatapfel. Granatapfel haben wir gerade gepflanzt. Was habe ich hier? Ja, kann ich noch nicht. Ich bräuchte halt die Entenfeder noch. Den Rotkohl. Habe ich Rotkohl angepflanzt? Nein. Brauche ich immer noch Kaulbarsch. Keine Ahnung, wo ich einen Kaulbarsch herkriege. Weil der Wein und die Dinge gehören ins Gemeinschaftszentrum, da gehe ich jetzt hin. Am meisten freue ich mich hier auf das Gewächshaus. Vielleicht gehen wir auch dann heute noch mal in die Mine. Zum Schriftrollen suchen. Nein.
Nicht Koch. Da. Zauberer. Hallo? Jetzt. Ich hing gerade fest. Das andere kehrt hier oben rein. Ich frage mich, was hier noch kommt. Handwerker? Nein, nicht Handwerker. Bündeltier. Ziemlich, Wolle. Entenei. Okay. Das, dafür müssen wir alles noch ausbauen. Moment, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Beziehungsweise irgendwas im Hals gehabt. Okay, wir müssen zu Gunther runter. Da hängt wieder was. Ich suche jemanden, der mir Kupfer für erst 30 bringt, damit ich die örtliche Minerale besser verstehe. Ja, gehen wir nochmal heim, holen 30 Kupfer. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich noch 30 Kupfer habe, aber ich glaube schon. Normal schon. Wir müssen ja eh runter zu Gunther. Können wir auch noch bei ihm schnell vorbeischauen. Ach, stimmt schon. Ich dachte, ich wäre wieder an der Kiste vorbeigelaufen. Ja, irgendwie habe ich heute extrem Halsschmerzen. Ich weiß gar nicht warum. Die letzten Tage eigentlich meine Klappe gehalten. So. Ah ja, locker. So. 30 Kupfer für ihn. Dann gehen wir rüber. Fahren hier mit dem Minenkart direkt in die Stadt. In die Stadt. Sehen doch mal noch, ob der was hört. Nein, natürlich nicht. Du hast die Erze gebracht, die ich haben wollte. Danke dir. Diese Erze scheinen von guter Qualität zu sein. Du kannst sie natürlich behalten. Ich wollte nur sehen, wie es in der örtlichen Geologie so läuft. Und hier deine Bezahlung, wie versprochen. Das ist halt gutes Geld dafür, dass man die nur vorbeibringen muss. So. Dann gehen wir da nochmal hin, weil wir können jetzt was dem Museum spenden. Und zwar diese merkwürdige Puppe. Kann man da eigentlich hingehen? Moment. Die erzählt mir doch da immer was drüber. Was erzählt denn der mir über die Rolle? Zwergenschriftrolle 1, eine vergilbte Schriftrolle aus Pergament, gefüllt mit zwergischer Schrift. Diese hier wird mit einer roten Schleife verstellt. Okay, das ist einfach nur die Erklärung, die was denn da runterkommt. Merkwürdige Puppe. Skeletthand. Ein Wunder, dass sie... Achso, nein. Merkwürdige Puppe. Oder? Nein. Merkwürdige Puppe, okay. Es gibt anscheinend mehrere merkwürdige Puppen. Okay, wir gehen hoch in die Mine. Ist da was drin? Nein. Verdammt. In die Minen. Ich gehe mal auf die 35. Ich gehe mal auf die 30. Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist zum... Doch, das ist was zum Ausbuddeln. Echt? Da kann man buddeln. Nein, hier kann man nicht... Doch, hier kann man buddeln. Lol. Okay. Man kann nicht viel buddeln, aber man kann buddeln. Ich glaube nicht, dass ich hier fündig werde. So, ja, wir müssen eigentlich voll viel Stein sammeln.
Damit wir drüben in die Höhle weitermachen können. Die andere. In der Wüste die Höhle. Erdkristall, das ist sehr gut. Wow. Die schreien immer so hässlich. Aber ich glaube ehrlich nicht, dass ich hier fündig werde, sonderlich. Da ist aber noch mal was zum Buddeln. Ich wollte Steine sammeln, ne? Lol, Notiz, Notiz. Das ist die Wüste. Ne, das ist nicht die Wüste. Okay. Gehen mal runter drauf los. Hier kann man nicht so viel hacken. Das ist bestimmt auch wieder so eine merkwürdige Puppe. Das hab ich jetzt schon wieder gekriegt. Okay, nein. Ich gehe einfach wieder hoch. Das Kupfer nehme ich jetzt noch mit. Mine verlassen. Ich glaube, das sind die Glitzersteine, oder? Was war die Stelle? Wenn wir so rumgehen, sind wir am schnellsten. Ich war noch nicht bei Sebastian. Wir lassen nach. Ich brauche heute immer noch ein Unwetter. Besonders ein Regen. Da muss ich am Abend runter zum Strand. So, bis zumindest im Kopf. Schon ein bisschen her, dass er mir das gesagt hat. Da irgendwo unten war doch eine Bank. Ach stimmt, wir kriegen wieder unsere Frühlingszwiebeln, die hier sind. Halt, bin halt mit. Oh stimmt, es ist Freitag, der komische Händler ist da. Hier ist doch eine. Hier ist keine Bank. Warum ist hier keine Bank? What the fuck? Wo war die denn nochmal? Oder ist es tatsächlich die in der Wüste? Es kann auch die in der Wüste sein. Ich glaube, das ist die in der Wüste. Aber hier ist auch alles grün und auf dem Bild war gar nichts grün. Okay, wir müssen in die Wüste. Okay. Jetzt gehen wir erstmal zu dem verrückten Verkäufer hier oben. Die Hoffnung, der hat noch offen. Sieht gut aus. So. Sommerschmuck. Okay, Peperoni. Brasse. Ich glaube, ich brauche keine Brasse. Seltene Saat. Okay. Baum des Wintersterns, Käferfleisch, Vertulpe. Nee, Brasse wollen wir auch nicht. Sommer. Das Eichhörnchen.
Brauchen wir eigentlich alles nicht. Dann nehmen wir die seltene Saat mal mit. Okay. Wir können dann nochmal, jetzt, wenn wir eh schon da sind, nochmal rübergehen und gucken, ob das Hartholz nachgewachsen ist, weil wir brauchen ja ein bisschen Hartholz. Und dann können wir uns eigentlich darauf vorbereiten. Ja, es ist sehr gut. Dass wir vielleicht morgen in die andere Höhle gehen. Und vielleicht ein bisschen cheaten. Ich weiß nicht, ob das da geht mit den Treppen. Also, dass wir da mit den Treppen, die wir in der Höhle bauen können, drunter gehen. Wäre natürlich cool. Ich glaube, dann würden wir uns einiges sparen. Wann will ich die Quest abschließen? Gucken, wie es da weitergeht. Aber das würde uns halt 2500 Steine kosten. So viele haben wir mit Sicherheit nicht. Geh mal hoch. Also ich weiß, dass wir viele Steine haben, aber nicht so viele. So, dann leer. Huch, das ist fertig. Da können wir das verkaufen. Ach halt, nee, meine Tasche ist eh voll. Das kann alles weg. Das auch. Das ist natürlich jetzt die Herbstsaat, ne? Natürlich. Kriegst du mal in den Winterding rein. Erinnert mich dran, dass ich da dieses Winter, dass ich da die Herbstzeit drin habe. So. 75 haben wir schon. 798 Steine. Sind jetzt nicht so viel wie gedacht. Habe ich da hinten noch Steine drin? Nein, verdammt. Okay. Wo ist denn die Treppe da? So viele kann ich gar nicht mitnehmen. Dachte, man kann die stacken. So. Ich weiß, schön, dass ich weiß ja noch nicht mal, ob es funktioniert, aber ich nehme es jetzt einfach mit. Harz ist auch fertig. Warum habe ich keine Preise mehr mitgenommen? Bescheuert. Noch Pilze zu verkaufen. Du da rein. Du da rein. Das Mineral noch hier rein. Käse kann ich auch mitnehmen. Dann mache ich jetzt die Tür zu. Dann mache ich die Tür zu. Wir müssen noch Preiselbeeren in die Kisten. Und dann kann es eigentlich schlafen gehen. Jetzt scheint die Sonne genau neben meinem Vorhang vorbei. So wunderbar. Vorhin kurz 3 mm nach rechts schieben. So. Jetzt fällt mir. Nee, doch nicht. Ah! Ich habe meinen Finger falsch auf der Tastatur. So, okay, wir gehen jetzt schlafen. Und dann gehen wir morgen in die andere Höhle rüber. Ins Bett gehen. Jawohl. Das ist echt praktisch, weil man nicht gießen muss. ...1800 kriegen wir auch. Oh, wir kriegen, glaube ich, heute Ernte. Ach, scheiße. Ist alles ungünstig hier. Ja, unsere Pastinaken sind fertig. Nein, nicht essen.
finde das schön, dass die unterschiedlich aufhören. Also nicht alle gleichzeitig, sondern unterschiedlich halt. Das ist irgendwie ein süßes Detail. Alter, der Vorhang bringt ja gar nichts. Ich blende die Sonne durch den Vorhang durch.